Ich bin hier am Cottbusser Tor und hier soll demnächst über den Köpfen der Menschen in Kreuzberg eine Polizeiwache stehen. Und ehrlich gesagt, man fragt sich, warum eigentlich hier? Ihr seid keine Sicherheit! Ihr seid keine Sicherheit! Ihr seid keine Sicherheit! Bisher haben sich nur drei Polizisten gemeldet. Hilflose Helfer, was sollen die eigentlich genau machen? Was das Cottbusser Tor dringender bräuchte, wäre eine Aufenthaltsqualität, die besser ist, eine Entsiegelung der Fläche hier, soziale Arbeit. Und die 3,5 Millionen, die die hier reinstecken wollen, die sollten wir mal die Anwohnerinnen fragen und die Hilfsbedürftigen hier, was man Sinnvolleres damit machen sollte. Ich kann mir so viel Geld überhaupt nicht vorstellen. Leute spenden. Dann Leute spenden? Ja. Essen ausgeben. Essen ausgeben. Dass man es schafft, so die Gegend ein bisschen zu beleben, einfach attraktiver zu machen, auch für die Menschen, die hier wohnen. Ein Begegnungszentrum wäre gut. Mehr Wege, die beleuchtet sind und mehr sichere Zonen. Dass jede von den 3 Millionen und dort etwas spendiert, mindestens 1 Euro. Und dann könnten wir mit diesem Geld dirigieren, was wir möchten, weil das gehört uns. Das ist eigentlich staatliche Aufgabe, aber wir können auch zusammen was tun. We try to find a safe space for ourselves, and you know, we come to break isolation, to break the isolation that has been imposed upon us here at IVS. And so learning about police, a police station being brought here is like the thing that we are trying to run away from, you know. This is a space where we can meet and talk about the same police brutality, the fact that we are facing a lot of discrimination and the police does nothing about it. We face a lot of insecurity, the police does nothing about it. So what is this about? What are they coming to do here? Is it really about the insecurities? It's not the only place that has insecurities, you know. And so it feels like a little bit of an attack in a way to the safe space that we have. And it's a bit worrying, to say the least. Wir haben damals gesagt, wir brauchen Polizei am Cottbusser Tor, präsent. Aber nicht altes Wachturm, das von oben nach unten beobachtet. Das wollten wir nicht. Die Leute wollten in dem Raum unten, was geschehen ist, da direkt handelnde Polizeibeamten. Plötzlich haben wir 3 Beamte hier als Schreibkraft. Wache, das ist hier, ändert die ganze Kreuzberg. Bestimmte Besucher werden vermeiden, neben der Polizei an dem Café vorbeizukommen. In 2, 3 Jahren werden unsere Kids wie Haagsche Höfe, Touristengebiet. Mehr Polizei hier am Ort bringt nicht mehr Sicherheit. Es gibt Initiativen, die hier seit Jahren vor Ort Arbeit machen, die jetzt vor den Kopf gestoßen werden, weil die Polizeiwache nicht nur über unseren Köpfen entstehen wird, sondern auch dort beschlossen worden ist. Für uns ist klar, es braucht ein ganzheitliches Konzept, das auch die Menschen hier vor Ort einbindet. Es kommt zum Beispiel, wäre ein tolles Licht vor Ort zu haben, eine bessere Verkehrsführung, Druckräume, die länger offen haben oder auch einfach diese Räumlichkeiten für ein gemeinsames Miteinander zu nutzen. Denn dieser Ort wird von der Polizei zwar als kriminalitätsbelasteter Ort eingestuft, aber für uns ist er vor allen Dingen auch eins, nämlich ein Zuhause.